Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Und guckt euch mal das Wetter an. Krass, oder? Es ist ganz früh am Morgen, ich bin gerade aufgestanden. Und nach den zwei doch sehr leseintensive Folge habe ich mir gedacht, machen wir heute ein bisschen Exploration-Runde und spazieren ein bisschen durch die Wälder. Aber bei dem Wetter... Auf jeden Fall müssen wir uns erstmal Frühstück jagen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und wir sollen ja auch ja was jagen. Also von dem her, da wäre schon ein Hase. Hallo Herr Hase, magst du unser Frühstück sein? Dann habe ich mir überlegt, dass man vielleicht schon mal ein zweites Haus aufbaue. Und dazu eventuell noch eine Jägerhütte. Natürlich braucht man dazu viel mehr Skillpunkte. Ich könnte gerade mal zusammen reinschauen. Technologie, Bautechnik, Materiallager, da haben wir schon die Hälfte. Das heißt, wenn man ein zweites Haus baue, dann müsste es ja eigentlich schon passen, oder? Vielleicht. Jagdhütte, 21,7, ja. Seht ihr, das ist das, da brauchen wir schon noch eine Weile. Was haben wir hier? Landwirtschaft haben wir noch gar nichts. Aber Samen haben wir, dann können wir auch schon überlegen, ob wir die erste kleine Beete anzeichnen zumindest. Eine Werkstatt, ja gut, produziert haben wir halt noch gar nichts, außer ein bisschen Fleisch haben wir, glaube ich, mal durchgebraten, das war's. Boah, das ist aber auch ein Wetter jetzt hier. Schaut mal, wie es stürmt, wie man es in den Bäumen sieht. Ist ja mega schön eigentlich. Also, wie es dargestellt ist, aber ansonsten. Boah. Was ein Wetter. Da ist wieder ein Hase. Und da sitzt einer. Oh, hier sitzt auch einer. Bisschen drüber halte. Erwischt. Ist unser Frühstück. Okay, die Holzsperre. Pralle einfach ab. So, bisschen Fleisch haben wir, dann checken wir noch die Falle. Boah, ist das ungemütlich. Das soll ein Frühlingstag sein, also das ist ja hier vorsommerliches Unwetter, würde ich das nennen. Die Falle ist auch besetzt, sehr gut. Gänseblümchen. So. Ah, das ist nix. Okay. Eigentlich müssen wir hier echt alles mitnehmen. Dieses Wetter. Da macht der Ausflug eigentlich gar keinen Spaß. Dann lasst uns mal... Dann bauen wir jetzt erst das zweite Haus auf, okay? Machen wir hier mal die ganze Zweige weg, die wachsen ja nach. Und zwar, ja, um euch das zu zeigen, ist es halt auch blödes Wetter. Ich wollte gerne das zweite Haus hier so hinbauen. Die andere Seite vom Fluss, das wird dann Jäger mit seiner Frau. Und dann hier hinten, so ein bisschen im Wald, hier so die Jagdhütte. Das wäre so mein Wunsch gewesen, wo man die zwei Gebäude platziere. Wo ist jetzt der Hase hin? Die sind dann auf einmal einfach weg, kann das sein? Ne, dahinter läuft er noch. Ne, das ist doch kein Hase, so bewegt sich doch kein Hase, oder? Aber von der Größe her passt's. Also ich habe das Gefühl, das Spiel sieht tausendmal schöner aus, auch wenn es jetzt so ein Shitwetter ist. Liegt hier vielleicht was am Wegesrand? Stock.
Nee, hier ist nix. Da oben ist ein Hirsch. Was ist denn das? Oh. Gesundheit, ja. Danke. Ich muss doch gar nicht niesen. Was ist jetzt? Hallo, bleib hier. Ein Dachs, Leute. Das war voll daneben. Finden wir den nochmal? Ja. Aber der entkommt uns. Okay, also wir brauchen die bessere Waffe für sowas. Oh, was ein Wetter. Ja, passt auf, dann lasst uns doch einfach schon mal ein paar Bäume von hier mitnehmen. Ich glaube, 6 Stück haben wir gebraucht, gell, für ein Fundament oder zum Anzeichnen. Zack. 3 Hammer. Ah, dann nimm doch den hier. Das ist so weit vom Schuss. Das dürfte man von unserem Dorf aus nicht sehen. Ah, wir sind aber schon überladen. Mist. Hallo? Wird jetzt vom Wind kalt oder was? Ui. Okay, und ab geht's. Geht der Trick noch mit 2 Tasche drücken? Ja, der geht tatsächlich noch. Sind wir nicht ganz so langsam unterwegs. Boah, ist das ungemütlich. Guck mal. Da ist eine Elchkuh, oder? Heißt die so? Die weibliche Elche? Glaub schon, oder? Bin mir allerdings nicht sicher. Oder wisst ihr was? Wir machen es anders. Oh, das habe ich ja gar nicht bedacht, wenn jetzt so ein Regenwetter da drin ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das Wetter so extrem im Spiel war. Das ist ja richtig krass. So, wir bauen das Jägershütte hier hin, wo es frei ist. Gebäude, Häuser. Genau, 6 Stück. Ja, so ungefähr. Waui, Maui, was ist denn hier los, ey? Boah. Okay, Stroh haben wir, glaube ich, noch in die Kiste. Ey, jetzt macht's hier aber richtig, oder? Das Wetter will's wirklich wissen. Schau mir an, man kann gar nicht weit schauen, so arg regnet's. Oh. Schnell hier rein, ey. Okay, Stroh haben wir noch 5 Stück. Naja. Gehen wir hier schnell an. Und braten wir das ganze Fleisch durch. Dann frühstücken wir jetzt erstmal bei. Das ist ja echt. Oh, Schiedwetter. Wahnsinn. Sehr gut. Das hast du echt toll gemacht, Rasi. Inventar. Da wir wenig zu essen haben, gönnen wir uns mal das Fladenbrot. Was gibt es? 45. Ja, ja. Und wo sind jetzt die Fleisch? Was war das? Wegwarte. 75% geringerer Lebensmittelverbrauch. Ja, das wird aber noch wesentlich mehr, oder? Das ist ja jetzt nur das Rohzeug in Anführungszeichen. So. Pass mal auf. Lass mal. Ne, das nehmen wir mit. Das Pilsenkraut. Lass mal das Haferbrötchen da. Und den Brei. Das Bier könnte man sogar eventuell überlegen zu verkaufen. Einfach ein bisschen Geld habe. Steine da rein. Okay.
Lasst uns gleich mal ein bisschen Stroh holen. Schluck trinke. Die Falle hat schon wieder ausgelöst. Es geht ja ratzfatz hier. Zack. Scharf machen. Perfekt. Stroh hatte man, glaube ich, da vorne. Kann das sein? In der anderen Richtung auf jeden Fall, aber... Jetzt bin ich halt hier lang gelaufen. Pass mal auf, Rasi. Nimm dir mal so eine Birke mit. Und mach daraus Speere. Auf jeden Fall ein bisschen was haben zum Verteidigen. Zack. Er tarnt sich als Baum. So. Zwei Stück. Sehr schön. Zack. Speer raus. Müssen wir eigentlich nur noch Stroh finden. Ah ja, hier. Sammeln wir mal ein bisschen. Bauen wir hier unser Haus auf. Aber ich würde sagen, wir werben erst neue Leute. Wenn wir dann soweit sind. Um uns zu versorgen. Wir brauchen ja einen Holzfäller, wir brauchen einen Jäger. Und wir brauchen auf jeden Fall das Materiallager. Jetzt habe ich gerade nachgeschaut, ob wir wirklich Samen gefunden haben. Wie viel Stroh haben wir denn jetzt? 52, ja komm. Bis 60 gehen wir noch und dann müsste es auch reichen. Sehr gut. Schnell zurück. Boah, ist das ein Wetter, Wahnsinn. So verabschiedet sich also der Frühling. Ganz schön... unfreundlich. Ich kann mir direkt froh sein, wenn er rum ist, dann. Aber irgendwie auch cool, dass hier jetzt so extremes Wetter hier im Spiel ist. Auf der einen Seite natürlich ungemütlich, aber auf der anderen Seite auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Halt die Axt, den Hammer. Jawollo. So, machen wir zuerst das Dach zu, dass wir wenigstens im Trockenen arbeiten können. Bauen wir unser zweites Häusle für unser erster Mitbewohner. Ich würde sogar fast sagen, dass mir den Jäger beim Uni aus dem Dorf nehme. Oh. Der war eigentlich ganz sympathisch, würde ich sagen. Und es ist halt ein Jäger. Brauchen wir auf jeden Fall. Ich hole Holz mal von hier hinten. Dass es nicht gleich so auffällt. Ja, das abholze. Ja, und schon haben wir die Jagdhütte perfekt. Ja, das war klar, dass du hinterm Baum stehen bleibst. Sehr gut. Wieder zwei Hase, genug Fleisch. Breitwegerig? Oh Gott. Die sehen so niedlich aus. Und überlebe auch ein neues Level. Fähigkeiten. Überlebenskenntnisse. Level erhöhen. Ja. 10% mehr Erfahrung. Perfekt. Und hier haben wir die Jagdhütte freigeschaltet. Das heißt, wenn wir jetzt mehr Geld hätten, könnte man uns sogar den Bogen und die Steinpfeile machen. Ja, wir sind ja noch ganz am Anfang. Das kommt schon. Es kommt schon alles nach und nach.
Wie viel hat die Axt denn eigentlich noch? Okay, die geht noch. Die Axt hat noch Haltbarkeit. Baum. So, gleich noch ein paar Stöcke mitnehmen. Schon trage mal zu viel, dann nehmen wir halt doch noch einen hier vorne mit. Die Stümpfe lassen wir aber auf jeden Fall stehen, dass sie auf jeden Fall nachwachse. Ich möchte später im Dorf auch ein paar Bäume stehen haben, die mir nicht selber gepflanzt habe. Neues Level Gewinnung. Ja, so kann es auch weitergehen. Fähigkeiten, Gewinnung. Nee, wieso ist hier ein Stern? Ach, da haben wir auch noch eins dazu bekommen. Ja, dann sind wir... Ah ja, dann sind wir hier jetzt schon voll. Perfekt. Und da machen wir natürlich auch als erstes das Level. Sehr schön. Oh je. Jetzt sind wir richtig überladen. Aber stopp. Müssen wir eh den Hammer noch bauen. Und schon ist besser. Ah, Moment. Den Hammer noch auf die 3. Jetzt geht's. Eine Third-Person-Sicht wäre jetzt auch geil. Zu gucken, wie er aussieht von außen. Schnelles Dach zu. Schnelles Dach zu. Jawohl, perfekt. So. Bams. Ich würde sogar sagen, unserem Jäger gönnen wir hier auch noch Fenster. Nee, nicht Steinwand. Lichtwand. Ja. Dann ist das ein bisschen offener und wirkt freundlicher. Hier machen wir auch noch eins mit Fenster rein. Das wäre gut. Hallo, hallo, hallo. Ganz ruhig bleiben. Nicht durchdrehen, Rasi. Den krass auch die Geräuschkulisse. Da werde ich garantiert ein bisschen das Sound runterdrehen müssen. Aber alles kein Problem, Leute. So, ist das schon der letzte Baum? Ne, es wird nicht reichen, gell? Nicht ganz, aber fast. So, gleich noch ein paar Stöcke mitgenommen. Ne, Beeren mag ich keine, den Stamm möchte ich, danke. So. Zack. Zack. Jawohl, das Materiallager haben wir auch. 3 Stämme noch. Also keine Angst, ich mache jetzt am Anfang, bauen wir noch. Ja, Jagdhütte bauen wir auf jeden Fall noch zusammen. Aber später möchte ich dann schon drauf schauen, dass ich das offscreen vorbereite, so ein bisschen, und mir baue es dann komplett zusammen fertig. Also ihr seid bei der Fertigstellung auf jeden Fall bei jedem Gebäude dabei. Nur, dass ich es halt ein bisschen vorbereite, dass es nicht ganz so lange geht. Aber jetzt am Anfang so zum Reinkommen, denke ich, ist das eigentlich ganz gemütlich einsteige. Ich denke, das passt. So, das ist auch gleich fertig. Ach man. Wieso braucht jetzt die Tür 2? Hä? Hä? Wieso hole ich meine Axt nicht raus? Dann holen wir uns jetzt aber wieder Baum dahinter. Am besten 2 Bäume hier hinten.
Der fällt. Hallo Hase. Vor was lauschen du weg? Bei uns? Ja, wenn er Angst vor uns hat, darf er doch nicht zu uns hinrennen. So. Natürlich wird er überladen. Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn wir den Rucksack haben. So. Und bauen wir jetzt unser zweites Häuschen fertig. Für unsere erste Mitbewohner. Di-di-di. Bams. Sehr schön. Okay, und dann können wir ja gleich auch noch Gebäude, Jagdhütte 1. Und die hätte ich gerne hier so über den Weg drüber. Und dann hier an der Hang im Wald irgendwie Gelände ist zu uneben. Dann stehen auch überall Bäume im Weg, aber das möchte ich ja gerade. Ich möchte es hier irgendwie so vielleicht. Nein. Jetzt sind wir schon ganz schön weit weg. So arg weit weg möchte ich sie dann auch nicht stellen. Also vielleicht drehen. Oh, da ging's gerade. Tu's nochmal. Hallo, Spiel? Ja. Vielleicht noch ein Stück reindrehen. So. Ja, jetzt steht sie natürlich direkt am Weg. Aber schön hinter dem Wald auf jeden Fall. Oh, nice. Wollen wir die auch gleich bauen? Ja, komm, machen wir ein kleines Baugründler heute. So, oh, was ist denn das? Oh, hier sind jetzt Gimmicks an der Wand. Wie cool ist denn das? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ist das jetzt auch alles überarbeitet? Haben wir das dann überall? Das wäre ja cool. Reicht uns das? Nee, nicht ganz leider. Oh, schön. 4-mal hätte man mehr drücken müssen, dann hätte es gereicht. Na toll. Aber der Hammer macht das Gebäude wahrscheinlich auch gar nicht mehr mit, gell? Sieht komisch aus. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was da noch alles so drin hängt. Ob das das einzige Gimmick war oder ob da noch mehr kommt. Das gefällt mir richtig gut. Oh, komm her. Oh, jetzt wird's dunkel. Schon wieder einen Tag rum, dann erleben wir sogar die nächste Jahreszeit noch. Bam. Sie, Herr Baum, können Sie Ihre Äste aus unserem Gesicht lassen, bitte? So. Ja, der überlebt es niemals. Können wir gleich schon neu abbauen? Ja. Dann nimm noch einen Baum mit. In Böhm. Und in Hasen. Dass die Jagdskill hochgeht. Die arme Hasis.
Die sehen so süß aus. Stellt euch vor, er schläft einfach nur. So goldig. Aber wir brauchen halt leider was zu essen. Bleibt schon komisch hängen. Dieses Wetter, ich hoffe, morgen ist wieder besser. Es müsste ja dann der Sommer sein, oder? Wenn ich richtig bin. So. Hammer. Hammer. Geht erst durch. Perfekt. Nächster gleich im Anschlag. Zack. Halt. Den Stamm noch rein. Das Geräusch, wenn das fertig wird, ist auch schön, oder? Okay, drei Stämme noch. Und ein Tick. Stroh. Ja, die holen wir noch geschwind. Holen wir die Fackel raus, Rasi. Gönn dir mal einen Schluck. Sehr gut. Und es regnet einfach unerbitterlich. Wir flitzen über die Wiesen. Ja, okay, jetzt kann er schon immer. Ein Gänseblümchen. Oh, das war's falsch. Löwezahn hat geringere Ausdauerverbrauch. Perfekt, dann essen wir das doch mal. Gut, geringerer Ausdauerverbrauch heißt aber leider nicht kein Ausdauerverbrauch. Schade. Okay, vier Stück haben wir. Lass uns mal noch ein bisschen mehr mitnehmen. Man braucht ja eh bald wieder das Materiallager. So. Ja, komm, der Rest hole ich. Hol ich offscreen, wenn ich das Materiallager vorbereite. Das passt dann schon. Das passt dann schon. Nehmen wir hier noch so eine Birke mit. Fall um! Sauber. Bin echt mal gespannt, wie das ist mit den Banditen, die sich jetzt hier auch im Tal rumtreiben sollen. Wann wir die sehen? Wahrscheinlich werdet die uns zuerst sehen. Und ob eine Meldung auch kommt, dass die jetzt im Tal sind oder ob die einfach auftauchen und von Anfang an schon hier sind. Oh toll. Oh toll. Axt. Fehlt uns der Stein. Ach Mann. Steinistein. Hallo. Also jetzt ist echt gerade hier alles kaputt gegangen. Oh, da war ein Stein. Das sieht sie halt kaum. Oh, ohne Fackel. Kann man wenigstens eine Fackel wieder bauen? Ja, das geht. Fackel. So, besser. Ah, geht die im Regen vielleicht auch schneller kaputt? Eigentlich ist es ja schon ein Wunder, dass es überhaupt noch leuchtet. Komm schon, Spiel, ein Stein. Gönn uns. Ja, da ist er. Perfekt.
Steinaxe. Jetzt ging sie aber doch schneller kaputt, als ich gedacht habe. Okay, die hat er automatisch auf der 2. So, und welches war jetzt der Baum, an dem ich rumkackt habe? Du? Nee. Du? Nee. Ach Mann. Egal, nehmen wir halt ihn mit. Ach nee, der lag schon am Boden hier, er war's. Ach. Ja, ja, ich bin vergesslich, ich weiß. Gut, nix wie zurück. Nix wie zurück. Dann würde ich sagen, können wir in der nächsten Folge direkt mal schauen, ob wir eventuell den Jäger schon zu uns ins Dorf locken können. Die Reputation dazu müsste man ja haben. Was ist denn das? Oh, ein männlicher Elch. Hallo? Tu uns bitte nichts, okay? Wir sind jetzt quasi Nachbarn. Oh, was ein Wetter. Den ganzen Tag hat es jetzt geregnet. Krass. Dahinter leuchtet's Haus. Die Jagdhütte. So. Das ist fertig. Ding, 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 ding. Das ist fertig. Und das ist fertig. Wow. Richtig nice mit den Gimmicks. Truhe. Nix. Salzfass. Fischfilet und Salz. Fleisch und Salz. Ist das cool? Kann man hier machen? Ja, okay. Richtig schön mit den Pfeilen und überall diese Gimmicks. Gefällt mir richtig gut. Hier auch, das Geweih. Und so ein Schild hat's auch. Jagdhütte. Keine Arbeiter, Produktion nicht eingestellt. Ein Jagdgebäude. Die hier beschäftigten Arbeiter liefern bei der Jagd gesammelte Rohstoffe. Im Inneren befinden sich ein Fass und eine Werkbank. Okay. Können wir eigentlich schon mal einstellen hier. Ach, guck mal, das braucht Messer. Okay, kein Problem. Jetzt geht es noch so genau. Oh, aber da kann man nichts hochziehen. Oh, wobei, so geht's ja auch. 40, Salzfleisch können wir im Moment noch gar nicht. Ne, komm, mach hier 70. Dann machen wir 10 und 10. 70. 10 und 10. Perfekt. Und hier kann man direkt auf die Truhe zugreifen. Das ist auch gut. Das Materiallager haben wir fertiggestellt. Oh, es gibt einen Stockgatter, das ist auch neu. Das kenne ich auch nicht. Blechgatter. Krass. Ja, das wird gut. Das wird gut. Okay, Leute, dann gehe ich heim. Leg mich schlafen. Und hole euch dann morgen am ersten Sommertag ab. Also in-game morgen. In der nächsten Folge. Und dann, ja, dann zeichnen wir zusammen noch das Materiallager an. Und schaue dann, ob mir unser erster Jäger, den Jägersmann beim Unigustel in der, im Dörfle rekrutieren können. Da freue ich mich drauf. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.